Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Unten, begrüße ich zu einem neuen Angezockt. Ich habe es gerade eben schon mal angezockt. Carnivores Dinosaurier Hand. Ich habe es garantiert falsch ausgesprochen. Ist für die PS4. Ich habe auch schon ein paar Trophäen, aber ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Aufnahmeprogramm. Deswegen werde ich das erste Level nochmal mit euch machen. Das muss man sowieso immer wieder machen. Um halt hier ins nächste Level zu kommen, brauchen wir 1000 per Pokal. Da, um die Lizenz, um die, den zu schießen, bräuchte ich 147. Also brauche ich auch viel bessere Waffen, alles. Achso, ne, wir können jetzt den. Jetzt gibt 150. Achso, ich habe die Lizenz jetzt gekauft, oder was? Von dem gibt es 5 bis 50 und das. Dann machen wir das mal. Den habe ich nämlich eben versucht zu jagen. Aber da habe ich die Lizenz nicht gehabt und der braucht auch ein paar mehr Schuss. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Hier ist halt auch nur einer. Jetzt muss man gucken, wo der sich hier aufhält. Der überwiegende Teil sind Stegos. Die werden mir jetzt hier auf meinem Radar nicht angezeigt. Normalerweise werden die Stegos angezeigt, wenn man anfängt. Und davon sind hier viel mehr. Da seht ihr, da sind Stego. Wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen schwieriger, den zu finden. Da. Die haben wir hier öfters. Oh, ich bin totgetrampelt. Das ist mir auch noch nicht passiert. Wie machen wir das so? Ich möchte jetzt hier auch nicht 3 Stunden rumrennen und den suchen mit euch. Die Stegos, die sind öfters da. Was ich euch jetzt zeigen kann, die Grafik ist okay. Sound ist auch okay. Mit der Waffe zielen ist ein bisschen, naja. Da ist schon der erste Stego, seht ihr das? Das ist der zweite Stego, direkt dahinter kommt der dritte. Ich bin verdrückt.
Den machen wir noch. Hier vorne ist hier direkt noch einer. Der rennt weg. Da ist noch einer. Machen wir uns den. Leider ist das ganze Spiel auf Englisch. Kein deutschen Untertitel oder irgendwas, das Menü, alles Englisch. Finde ich sehr schade. Oh, hier sind aber viele. Also der. Ich war vorhin besser. Oh Gott. Nehmen wir mal die Drohne, die holt uns ab. Nur ein bisschen K.O. jetzt, es war ein langer Tag. Muss ich mal spielen, wenn tagsüber. Also ich find die Hauenspiele ja sowieso eigentlich ganz cool. Und vor allen Dingen hier kannst du eigentlich Saurier jagen. Aber halt, dass alles in Englisch ist, dass hier nicht mal Menü irgendwie in Deutsch ist oder irgendwie eine Erklärung. Das würde mir natürlich weiterhelfen. Ihr seht da praktisch, können die auch upgraden, die Waffe. Kostet jedes Upgrade, kostet 50. Und wenn wir dann jetzt nochmal reingehen. Ihr könnt ja alle, ihr könnt auch die Klamotten könnt ihr anpassen, ihr könnt die Waffen anpassen, ihr könnt auch neue Waffen holen mit Scharfschützengewehr und so weiter alles. Aber ihr braucht halt die dementsprechenden Punkte. Und wir müssen jetzt hier halt so lange die platt machen. So, seht ihr das? Da. So sah doch bei mir am Anfang auch aus. Aber nichtsdestotrotz, es hat auch Platin. Für die Platin-Hunter vielleicht ganz interessant von euch. Wie findet ihr die Hauenspiele? Schreibt das mal in die Kommentare. Wie gesagt, obwohl das die Grafik halt jetzt nicht so toll ist. Also es geht. Macht das Spaß. Mit der Waffe, das müsste man noch verbessern. Vielleicht sind das auch wegen den niedrigen Waffen. Wenn die höheren kommen, dass die besser sind. Ich weiß es nicht. Eigentlich mal Saurier jagen, würde ich sagen. Ich bin jetzt weg. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.